Herzlich willkommen in dieser Wärme, aber lieber so, als dass wir irgendwo wieder so ein, wie soll ich sagen, so eine Lüge haben. Deshalb ist es schön, hier zu sein. Übrigens, wenn Sie mal gefragt werden, ja, glaubst du an den Klimawandel, dann muss man sagen, Klima kommt vom Altgriechischen und heißt Wandel. Also glaubt man an den Wandel des Wandel oder so. Einfach, das ist so spannend, wenn man die Wörter anschaut. Heute haben wir aber nicht dieses Thema, das würde auch ganze Nachmittage oder Tage füllen, sondern heute ist das Thema Wasser. Im Prinzip ist es tragisch, wenn man heute solche Dinge machen muss, wie man jetzt macht mit diesen Filteranlagen und so weiter, weil eigentlich sollte ja die Politik, Sie kennen Politiker auch sicher schon gehört, oder von denen, so Berse und Co., das sind so die, die eigentlich auf die Schweiz, auf das Schweizer Volk achten sollten. Machen sie aber nicht. Leider nicht. Und deshalb müssen wir uns selbst wehren. Wir müssen selber bewusst werden und uns selber entsprechend einrichten, so dass uns diese ganzen Machenschaften nicht das antun können, was sie eigentlich könnten antun. Und das ist wirklich tragisch, dass wir auch beim Wasser immer mehr vorsichtig sein müssen, was wir trinken. Mein Name ist Daniel Trapitsch, ich bin schon seit ewigen Zeiten fast schon unterwegs in Aufklärung. Ich habe lange, viele Jahre, ich bin immer noch Präsident vom Netzwerk Impfentscheid, Impfaufklärung gemacht. Ich habe insgesamt 14 Bücher geschrieben, eines davon ist dieses letzte, oder auch das letzte, das habe ich schon beim letzten gesagt und jetzt ist trotzdem noch ein letztes dazugekommen. Das heißt also irgendwie, es ist einfach so, das Wissen ist da, es ist vorhanden. Wir haben das vorhin diskutiert draußen, es ist eine Hohlschuld. Und deshalb ist es schön, dass Sie trotz diesem warmen Wetter hierher kommen. Es gibt Themen, wie jetzt zum Beispiel von Christian Oesch, ich muss den Vortrag gar nicht anhören, ich kenne ihn persönlich und weiß, dass das, was da vorne dargeboten wurde, 1a war. Dieses Wissen ist hier, es ist vorhanden, aber es muss geholt werden. Und deshalb nochmal danke, dass Sie da sind. Es läuft sehr, sehr viel auf dieser Welt. Ich glaube, das brauche ich nicht hier zu erwähnen. Es sind Dinge im Gang, die nicht ergreifbar sind. Es ist ein großer Wandel. Die Leute, oder die, das sind Leute, Personen, aber sicher keine Menschen, die versuchen, die ganze Mehrheit oder die Menschheit irgendwo in den Abgrund mitzuziehen. Denn das System, und das ist für mich schon lange klar, wird nicht aufgeben, sondern es wird wann dann mit wehenden Fahnen untergehen. Wir haben aber die Chance, da hier noch viel zu machen. Nur müssen wir einfach schauen, dass wir auch versuchen, das Richtige zu machen. Wissen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn wer weiß, oder sagen wir so, Glauben ist Mangel an Wissen und Weisheit ist gelebtes Wissen. Das heißt, dass wir dieses Wissen, das wir haben, auch umsetzen und entsprechend in unser Leben mit einbeziehen. Das mache ich, versuche ich schon seit vielen Jahren zu machen. Ich habe ungeimpfte Kinder zum Beispiel, ungeimpfte Enkel und die entwickeln sich beide Generationen sehr gut. Wenn ich so anschaue, könnte ich eigentlich sagen, Jungs, Mädels, macht ihr. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe jetzt 30 Jahre oder mehr diese ganze Arbeit gemacht. Aber irgendwo ist irgendwo noch das Kitzeln drin. Es lässt mich nicht ganz los. Aber man wird im Alter ein bisschen ruhiger. Und deshalb, neben vielem anderen, was hier dargeboten wird, in diesen verschiedenen Ständen, seien das Nahrungsmittelergänzungen oder Schutz gegen irgendwelche Elektrosmog und so weiter, ist auch das Wasser ein sehr, sehr wichtiges Thema. Warum? Das ist eine gute Frage. Aber im Prinzip ist das Wasser das Urquell des Lebens. Das heißt, wenn man in den Pyramiden hat man irgendwelche 1000, man darf ja nicht sagen, es waren 20.000 Jahre alt, denn die Pyramiden sind ja offiziell nur ein paar tausend Jahre alt, weil sonst stimmt die ganze Geschichtsschreibung nicht mehr, also muss man da ein bisschen interpretieren, kennen wir ja. Und da hat man diese Samen gefunden, hat die in Wasser gesetzt und die sind gekeimt. Also sobald irgendwo Wasser dazu kommt, kann, wenn da noch Leben drin ist, das Leben entstehen. Und deshalb ist Wasser Urquell des Lebens. Hoi Gerard. Schön. Das ist auch das Schöne, man sieht immer wieder bekannte Gesichter, wenn man auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Aber danke, schön bist du da. Und dieses Urquell des Lebens, das ist eigentlich genau das, was auch das Ganze in den Fluss bringt.
Und deshalb trinken wir oft, oder sagen wir so, die anderen natürlich nur, totes Wasser irgendwie in Flaschen, abgefüllt in Konservendosen oder sonstigen Aludosen, mit schön rot-blau beschriftet, ich sage jetzt den Namen Red Bull nicht, da steht dann irgendwie eine Marke drauf und so weiter, und das ist im Prinzip tot. Und auch, aber das komme ich dann später darauf zurück, auch solches Wasser kann man, vielleicht Red Bull nicht, aber einen Whisky, einen feinen Whisky kann man schön verlebendisieren. Ein kleines Geheimtrick. Und deshalb, dieses Wasser steckt in uns, und zwar sehr tief. Wir haben rund durchschnittlich 70% Wasser. Man sagt zwar, die Engländer haben etwas weniger, Sie wissen warum, nicht? Wegen dem trockenen Humor. Das heißt, 70%, wir gehen mal von diesem Durchschnitt aus, als Kind haben wir noch viel mehr, weil wir da auch noch viel im wässrigen Bereich sind und mit der Zeit, wenn man älter wird, das ist auch, also ich habe normal blaue Haare, aber das ist jetzt nur noch Kalk hier, das hat sich abgelagert. Das heißt also, von dem her ist es im Prinzip so, dass wir wirklich Wasser sind. Das Spannende ist aber, und das ist schon seit langer Zeit schon, denn ich beschäftige mich nicht erst seit 4-5 Jahren, sondern ich habe früher, bevor die ganze Impfgeschichte kam, habe ich mich sehr intensiv mit dem Wasser befasst, dann ging das ein bisschen zurück und jetzt ist es wieder gekommen. Wir haben, Faden verloren. Findet jemand einen Faden am Boden? Der Mensch eben zu 70% Wasser. Und es ist wichtig, dass wir auch das Wasser zu uns führen, das wirklich für uns auch passend ist, wo dem Menschen auch hilft. Denn Wasser, und das ist etwas sehr oft, was fehlgefunden wird oder fehlverstanden wird, Wasser ist kein Nahrungsmittel, sondern Wasser ist ein Transport- und Lösemittel. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Deshalb auch, was da draufsteht, zum Beispiel Milch macht starke Knochen und so weiter, das stimmt einfach nicht. Im Gegenteil, da gibt es mittlerweile ganze Untersuchungen dafür, dass es das eben Milch nicht starke Knochen macht. Auch Mineralwasser, reich an Kalzium, das tönt super gut, aber das Kalzium ist zugesetzt, das ist anorganisch, da kann die Zelle gar nichts damit anfangen. Und so weiter. Und das ist dieses Wissen, das eben auch sehr wichtig ist. Und deshalb, was aus dem Leitungswasser wirklich rauskommt, wissen wir nicht. Weil da müsste man große Analysen machen, und zwar nicht einfach irgendwie, einfach nur mal eine Analyse, so wie beim Blut. Man muss genau sagen, spezifisch, welche Mittel möchte ich. Und wenn dann irgendwo ein Verschwörungstheoretiker, Schwurbler oder Nazi kommt und sagt, da hat es irgendwas drin, was eben nicht ins Wasser gehört, dann wird es gleich komisch. Weil dann findet man nämlich relativ schnell fest oder stellt fest, dass da eben Dinge drin sind, die nicht reingehören. Es gibt auch diese Behauptungen, ich habe selbst eine juristische Ausbildung, ich bin immer zurückhaltend mit diesen ganzen Geschichten, wenn jemand zu mir kommt, hey, im Wasser sind Schlafmittel. Haben Sie vielleicht auch schon gehört, oder Beruhigungsmittel. Okay, theoretisch wäre es möglich. Stellen Sie sich vor, Sie sind Verwalter eines großen Reservoirs und Sie haben den Schlüssel dazu. Und jetzt, also stellen Sie sich vor, einer hat den Schlüssel, nicht Sie natürlich, aber einer hat den Schlüssel und jetzt kommt einer, der hat einen dicken schwarzen Koffer und sagt, hey, hier, wirf das rein. Das heißt, im Prinzip ist es möglich, Geschmack, Farb und geruchslose Substanzen dem Wasser beizumischen. Theoretisch ist es möglich. Aber als Jurist möchte ich natürlich einen Beweis dafür. Theoretisch wäre es möglich. Aber eben, ist nur Theorie. Ob es so gemacht wird, weiß man nicht. Fluor hat man ja lange Zeit beigemischt in Basel. Das kennen Sie sicher. Fluor hat das heute in der Zahnpaste und den Zusammenhang mit der Zirbeldrüse und so weiter ist sicher auch allen bekannt. Fluor ist geschmacklos, in kleinen Mengen zumindest. Größere könnten dann anfangen etwas zu riechen, aber kleinere Mengen sind geruchslos. Das heißt, sie könnten ohne Problem ins Wasser gemischt werden, so dass Sie es nicht merken. Ob das wirklich so ist, nochmal, weiß ich nicht. Aber es gibt auch andere Stoffe aus der Landwirtschaft, die ins Wasser gelangen können. Auch das ist bekannt. Gerade der letzte K-Tipp vor den Sommerferien hat das aufgezeigt, dass da wieder Substanzen drin sind, die da nicht reingehören. Oder auch die ganze Hormongeschichte, Antibiotika-Geschichte, Medikamentengeschichte, auch das ist etwas, das im Wasser drin ist, das weiß man auch. Man sagt auch, New York gibt es ja
vor Corona, jetzt gibt es vermutlich noch mehr, aber vor Corona hat man gesagt, dass etwa 60% der Männer keine lebensfähigen Spermien mehr haben. Das heißt, die sind abgestorben, die sind vorher schon tot. Und dort sagt man im Prinzip auch, das Wasser ist schon, das kann ich jetzt nur Schweizerdeutsch sagen, das Wasser ist schon 7-mal brünzlet. Das heißt, es geht immer denselben Kreislauf, runter, hoch, wird ein bisschen was gereinigt, aber die Substanzen, die aus dem Körper ausgeschieden werden, das sind ganz kleine Substanzen, das sind feine Moleküle und die können nicht einfach so durch die Kläranlagen rausgefiltert werden. Wobei jede Gemeinde sagt, wir haben das beste Wasser. Die da drüben, die haben schlechtes, aber wir haben das beste Wasser. Bis man einen Test macht, dann sieht man, ist eben doch nicht so. Oder man einfach mal ein bisschen in die Grundbücher geht und schaut, ja, welche Quelle wird denn angezapft, und dann sieht man, dass die gleiche Quelle angezapft wird. Und so weiter. Und deshalb diese Aussagen vom Wasserwerk sind Volksberuhigung. Ich sag's mal so. Jeder, der aber in einem Wasserwerk schon arbeitet, der weiß, dass es eigentlich mit diesen Techniken, die wir heute haben in den Wasserkraftwerken, nicht möglich ist, die ganzen Hormone, Antibiotika, Medikamente und so weiter aus dem Wasser zu filtern. Macht aber auch keinen Sinn. Denn wenn wir das Wasser hoch reinigen würden, dass wir durch die Leitungen pumpen, ist das eigentlich sinnlos. Weil das geht durch Bleileitungen, durch irgendwelche anderen Plastikleitungen und so weiter und so fort. Also wir haben da schon auf dem Weg in das Haus schon eine große Kontaminationsproblematik. Deshalb ist es wichtig, dass das Wasser aus den Kläranlagen, also aus dem Wasserwerk, so gut wie möglich daherkommt. Wir sind dann aber, ohne auch politisches Zutun im Prinzip, für uns selber verantwortlich, das Wasser halt noch, wenn man es will, etwas höher zu reinigen, damit eben auch die ganze Geschichte dann wirklich genießbar wird. Ich weiß nicht, wie Sie es haben, aber viele gehen ins Kaufhaus oder in Lidl oder Aldi oder Migros oder irgendwo und kaufen sich harrasweise Wasser. Kennen Sie das? Samstag, der Mann mit dem Wagen nur voller Mineralwasser und die Frau noch mit irgendwie anderen Lebensmitteln oder umgekehrt. Braucht es nicht im Prinzip. Warum? Kennen Sie Wittel? Schon gehört? Wittel pumpt das Grundwasser ab, das sinkt jedes Jahr ab. Die Menschen dort haben gesagt, hey, Nestle ist es, glaubt, Nestle pumpt uns das Grundwasser ab. Nestle sagt, das ist der Klimawandel. Also das heißt, man holt einfach das Grundwasser raus. Oder in Afrika, da gibt es halt, nein gut, in der Schweiz, Sie wissen, in der Schweiz gibt es keine Korruption, oder? Das wissen Sie. Aber sie funktioniert hervorragend. Und in Afrika ist es direkte, offene Korruption und da pumpt sich halt einfach Nestle irgendwo in der Steppe draußen Wasser ab. Und wenn dann irgendwo in den Dörfern nebendran kein Wasser mehr ist oder der Spiegel eines Sees sinkt, das ist nichts, wir pumpen ja hier ab und nicht da. Also das hat nichts zusammen zu tun. Dabei, ich behaupte, ich kann es nicht beweisen, aber ich behaupte, dass das ganze Wasser weltweit miteinander verbunden ist. Das heißt, wir haben überall diese feinen Kanäle, 50% oder wir haben einen Wohnwagen an der TÜS und die TÜS ist manchmal ausgetrocknet. Das heißt, es hat kein Wasser drin. Dann geht man weiter runter, dann hat es wieder Wasser, dann geht man wieder weiter runter, kein Wasser mehr. Das fließt unterirdisch. Also ein Großteil von allen Flüssen fließt unterirdisch. Für mich alle verbunden. Und jetzt noch etwas Spannendes, und das ist nicht ganz unwichtig, dass Sie hier in die Schweiz oder in die Nähe zumindest von der Schweiz inkarniert sind. In der Schweiz ist ein Wasserschloss. Einverstanden? Wir haben sehr viel Wasser, also Wasserproblematik ist für uns ein kleines Problem. Wir haben aber noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wasser, grundlegend, ich gehe dann noch ein bisschen mehr darauf ein, ist ein Energieträger, ein Informationsmedium. Schon gehört von dem? Man kann es informieren. Ha? Matsuhara Emoto ist sicher für alle ein Begriff. Gut. Wir haben vier Flüsse, die in alle vier Himmelsrichtungen fließen. Nach Norden, jetzt Geografie oder Geometrie. Oder? Geografiekenntnisse, geht einer in den Norden, das ist der Rhein. Einverstanden? In den Osten. Vom Inn in die Donau. Süden.
Ticino, Ticino, Po und in den Westen raus die Rhone. Und wo geht das los? Wo fließen die Flüsse weg? Ha? Gotthardmassiv. Können Sie sich erinnern an die Eröffnungszeremonie vom Gotthardtunnel? Haben Sie die gesehen? Ja, ist das ein Zufall, dass die eine solche diabolische Zeremonie dort machen? Das ist doch kein Zufall. Denn Wasser lässt sich informieren. Wasser ist ein Informationsträger. Und deshalb ist es nicht ganz zufällig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier in der Schweiz diese Arbeit machen, diese Bewusstseinsarbeit. Weil von dem her haben wir die Möglichkeit, und Licht ist Stärke, also Dunkelheit ist eine Illusion. Das wissen Sie. Wir sind aber Illusionisten und glauben irgendwo noch an die. Aber Dunkelheit ist eine Illusion. Oder wie misst man Dunkelheit? Wissen Sie das? Ja, es gibt nur, man kann nur das Licht messen, Lux. Und je weniger Lux vorhanden ist, desto dunkler. Das heißt, es gibt keinen Messstab für Dunkelheit. Es ist eine Illusion. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, ist es auch wichtig, dass wir wissen, dass wir nicht zufällig in der Schweiz inkarniert sind und diese Arbeit auch machen. Also wenn Sie so in Meditationskreisen sind, gehen Sie mal ans Wasser. Gehen Sie da ans Wasser und meditieren Sie am oder... Ich bin ein Warmdusch, ich gebe zu, aber vielleicht Sie nicht. Gehen Sie in den Fluss rein und meditieren Sie im Fluss drin. So dass da die Information weitergehen kann. Dies nur so am Rande. Und deshalb, wir brauchen Wasser zu Hause. Nicht aus diesen PET-Flaschen, denn diese PET-Flaschen kennen wir ja die Problematik. Sondern es gibt auch Lauretaner, gibt es mittlerweile in beiden. So und so. Diese Version von Lauretan, und Lauretan ist ein gutes Wasser, ist einfach gemacht worden, damit eben nicht so schwer getragen werden muss. Ist aber eine halb so gute Lösung. Aber dieses Schleppen ist eigentlich nicht nötig. Es gibt andere Varianten. Wasser ist H2O, einverstanden. Das kennen wir ja alles. Das ist die reine chemische Verbindung. Das Spannende, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Das Spannende ist, die Wissenschaft hat eigentlich keine Ahnung, wie Wasser funktioniert. Es gibt 40 Anomalien, die man so ein bisschen mit der, also jetzt, ich meine, jetzt gibt es ja viele Hitzetote, oder bei 15 Grad im Schatten. Das heißt, wir haben da die Illusion oder die Wissenschaft, die uns ja irgendwas vorgaukelt und sie wissen nicht, wie das Wasser funktioniert. H2O. Wenn ein Wissenschaftler diese Substanzen nimmt und versucht zusammenzumischeln, dann ist das das Letzte, was er tut. Weil beides sind sehr hochexplosive Stoffe. Die Natur kann das. Der Mensch kann nicht einmal Wasser herstellen. Ja, wie will er denn im Prinzip verstehen, wie ein Mensch funktioniert, wenn er das nicht herstellen kann und das Wasser nicht versteht? Wasser dehnt sich aus, wenn es kalt wird. Alles andere zieht sich zusammen. Wasser kocht da bei uns bei 100 Grad, obwohl es eigentlich nach chemischen Grundsätzen schon bei minus 40 Grad gasförmig werden sollte. Und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene ungeklärte Sachen. Deshalb, die Schulmedizin, die Wissenschaft versteht den Menschen nicht. Das ist die Problematik. Das soll jetzt nicht Kritik sein, denn ich hätte andere Dinge, die ich kritisieren könnte an der Schulmedizin, sondern es geht einfach darum, um aufzuzeigen, es gibt halt einfach ein Problem mit dem Verständnis, mit dem Wissensmangel von der Schulmedizin. Haben wir gesehen, die letzten 3,5 Jahre, ich bin ja wirklich schon lange in der Impfkritik, und das, was die letzten 3,5 Jahre abgelaufen ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ehrlich gesagt, das ist, wir haben das beim EPG, haben wir versucht, dieses Gesetz, das Epidemiengesetz, zu bekämpfen. Immerhin 40% Nein. Und da waren gewisse Ansätze drin, die dann ja jetzt umgesetzt wurde. Vom gleichen, wo mir gegenüber gestanden hat, dazu mal in der Arena, der Berse, kennen Sie schon gehört, alle Berse? Und der hat da schon gesagt, nein, das ist keine große Änderung und so weiter. Dabei war das ein frappaler oder frappanter Einschnitt in unsere Grundrechte, dieses EPG. Wir haben es gesehen, 60% der Stimmvolk nicht. Heute haben wir den Salat. Gut, aber wir haben ja andere Möglichkeiten.
Warum bin ich zum Wasser gekommen? Es ist so wie manchmal auch so der Zufall. Entweder gibt es nur Zufälle, es fällt einem zu, oder es ist alles Zufall. Egal wie, auf jeden Fall, das Wasser hat mich schon lange, lange vorher begleitet. Ich habe angefangen mit Vorträgen zu machen, da habe ich einfach nur zwei so Glaskaraffen genommen, einmal normal, also beides Leitungswasser reingefüllt, und im einen habe ich nur schon Edelsteine, Kristalle reingetan. Und das Wasser hat sich schon verändert. Oder auch mit so einfachen Filtern und so weiter geschafft, gearbeitet. Es hat einfach dann gegeben, dass eben das nicht ausreicht. Das ist das Problem von dem Zusammenhang. Mal schauen. Okay. Das heißt, wir brauchen wirklich andere Techniken, um uns auch hier zu schützen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass wir heute, und ich glaube, das ist hier auch bekannt, die ganzen Nährstoffe haben immer weniger Inhaltsstoffe drin, Vitamine, Mineralstoffe. Könnte auch eine Verschwörungstheorie sein der Nahrungsmittelhersteller oder der Ergänzungsmittelhersteller. Vielleicht wollen die ihre Produkte verkaufen. Aber so wie gedüngt wird, so wie die übertriebene Landwirtschaft betrieben wird, ist es nicht verwunderlich, wenn da die Tomate halt nicht mehr eine Tomate ist, wie sie noch vor 30, 40 Jahren war. Oder auch ein Apfel nicht mehr das drin hat, was er eigentlich haben sollte. Dennoch ist es immer noch, sage ich mal so, eine gute Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und deshalb sollte man aus diesen Nahrungsmitteln, die wir haben, die halt vielleicht eben nicht mehr diese Inhaltsstoffe drin haben, so viel wie möglich herausziehen können. Und dies ist möglich dann, wenn ich das entsprechende Transportmittel habe. SBB, Lockdown, die Züge. Wer ist in SBB in Lockdown Zug gefahren? Vermutlich niemand, oder? Doch? Okay. Zwei, drei, dann waren Sie das. Da waren die Züge ja mehr oder weniger leer. Warum? Weil niemand Zug fahren wollte, weil alle schön brav zu Hause blieben. Ich bin eh gespannt, wenn es jetzt nochmal losgehen sollte, wie viel von denen, die gesagt haben, nein, mache ich nicht mehr mit, und dann irgendwann, ja, ich ziehe doch eine Maske, weil das andere ist ja auch vorbeigegangen, da geht die Maske auch wieder vorbei. Mal schauen, wie viel das da wirklich sagen, nein. Denn wenn wir nein sagen, wäre es gut. Dann wäre schon fertig. Wenn die Pflegepersonal gesagt haben, machen wir nicht mit, nein, so, dann wäre schon lange durch, dann hätte nichts machen können. Aber leider ist der Spruch von Rudolf Steiner, vielleicht kennen Sie den, der hat gesagt, der Mensch braucht drei Dinge, Mut, Mut und Mut. Und das gehört wirklich jetzt dazu. Aber zurück zum Wasser. Wenn wir ein Wasser haben, das uns entsprechend die ganzen Nährstoffe, die noch vorhanden sind, oder auch die Nahrungsergänzungsmittel viel besser in den Körper transportieren können, dann können wir aus weniger mehr machen. Denn wir scheiden ja sehr viele Substanzen, sehr viele Produkte wieder aus, die wir zu uns nehmen. Im Prinzip ist das ja irgendwie mit dem Urin und dem Ausscheiden und Kot, ist das ja irgendwo um die 80%, 90%, 95%, je nachdem, weil das ist so viel, dass er unten wieder rausgeht, weil der Körper eigentlich nur die Essenzen draus nimmt. Also wenn jemand sagt, ich lebe von Lichtnahrung, toll, wirklich eine wertvolle Erfahrung, dann können Sie, ja, Sie sagen, ja, ich auch. Zu 90%, 95% lebe ich auch von Lichtnahrung, der Rest geht ja immer wieder unten raus. Also dieses Wasser, das ist der wichtige Punkt, dass wir das aufnehmen können. Und das müssen wir zu Hause machen. Ich habe schon gesagt vorher, es geht nicht, dass die Kläranlagen, die Wasserwerke dies machen. Denn das Wasser würde auf dem Weg von der Kläranlage in die Häuser so wieder sehr stark kontaminiert werden, sehr stark verschmutzt. Wir müssen selber dazu schauen. Deshalb bin ich nicht jemand, der sagt, ihr habt den Auftrag, ihr müsst. Nein, das müssen Sie nicht, sondern wir müssen. Was aber ganz ein wichtiger Punkt ist, die Politik, die eigentlich die Gesetze macht, die müsste dazu schauen, dass das Wasser, welches in die Kläranlagen geht, eben wesentlich weniger Inhaltsstoffe drin hat, das, wo die Menschen nicht so stranguliert, krank macht. Sie müssen auch noch verbieten, zum Beispiel, ich habe es schon angetönt, ich sage jetzt den Namen Red Bull nicht noch einmal, dass diese Getränke und ähnliche Getränke einfach verboten werden sollten. Dass gewisse Sachen, Dinge, die heute als Nahrungsmittel gelten, wobei Nahrungsmittel ist okay, aber man darf denen nie Lebensmittel sagen, denn wir sollten eigentlich nur Lebensmittel und keine Nahrungsmittel zu uns nehmen.
Nicht ganz einfach, aber zu 80% sollte das sein. Dass wir die Substanzen eigentlich von der Politik sollten, die stärker reguliert werden. Aber warum wird das nicht gemacht? Ganz einfach, geht um das. Das ist ein großer Markt und wir wissen, haben es jetzt gesehen, ganz klar, während dieser ganzen Corona-Zeit, es ist ein großes Problem, dass eben die Wirtschaft die Politik steuert. Nicht wir Volk. Wir wählen die nur da hoch, also weiß nicht, ob sie das doch tun. Wir wählen die da hoch, jetzt haben wir zwar eine Chance, um wieder etwas Veränderung hineinbekommen, nicht unbedingt Kanton Zürich, aber ich möchte jetzt da nicht darauf eingehen, sondern dass wir da wieder Möglichkeiten haben, denn das Volk hätte es schon in der Hand. Es hätte für die Veränderungen in der Hand. Wir könnten es, wir sind es eigentlich der Souverän. Aber noch sind wir nicht an diesen Schalthebeln, sondern noch müssen wir uns halt eben selber wählen. Aber die Politik müsste verbieten, dass gewisse Stoffe überhaupt noch im Umkreis wären. Macht sie aber nicht, deshalb liegt an uns, uns zu wehren. 2018, 2017 sind wir zum ersten Mal direkt mit dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt selber machen, in Konflikt oder in Kontakt gekommen. Es war für uns eine relativ neue Technik, es war nicht unbedingt schon bekannt. Eben wie gesagt, ich hatte früher schon mit dem Wasser, aber da war das nicht so stark verbreitet, diese Technik wie heute. Und 2017 sind wir dann in Kontakt gekommen, wo wir dann gemerkt haben, dass die Geräte viel, viel zu teuer verkauft werden und MLM und Scientologen, weiß ich, was dahinter steht, haben wir gesagt, fertig, machen wir selber. Wir haben die Technik nicht neu erfunden, das ist eine NASA-Technik. So, und jetzt heißt es natürlich, waren die überhaupt auf dem Mond? Ist eigentlich völlig egal, ob sie da oben waren oder nicht, ich habe auch meine Zweifel. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, sie haben aber ein Modul entwickelt, welches eben das Wasser komplett oder praktisch komplett von diesen Substanzen, auch von kleinmolekularen Substanzen reinigen kann. Und das ist die Molekularmembran. Also wenn das ein Trugbild war, dann war das ein sehr gut gemachtes Trugbild. Auf jeden Fall, diese Technik ist sehr wertvoll, die wird auch sehr, sehr breit verwendet, also Millionen, wenn nicht milliardenfach, weil in Drittweltländern, Indien und so weiter, da kann man das Wasser nicht trinken, direkt vom Hahn, wir nicht zumindest. Und da werden diese Technik auch verwendet. Wir haben die dann auch eingebaut, umgebaut, wir haben dazu Entwicklungen gemacht und so weiter und bieten heute eben dieses reine, hochreine Wasser an. Jetzt ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Da können Sie in AliExpress oder weiß ich wo, können Sie für 300 Euro irgend so ein Gerät kaufen. Können Sie. Machen Sie das von mir aus. Das Problem ist einfach, dass das A und O, weil die Technik ist bei diesen Geräten praktisch überall dieselbe, sondern das A und O ist, das Wasser danach wieder zu strukturieren. Das Wasser, kennen Sie vielleicht, das hat grundlegend eine hexagonale Struktur. Wenn es gesund, wenn es energievoll, wenn es gereinigt ist, also Quelle, die selbst entstanden ist, die man nicht angebohrt hat, sondern die über Jahrtausende hochgekrochen ist und dann irgendwo oben aus dem Berg sprudelt, die hat hexagonale Strukturen. Hexagonal heißt diese Waben oder Sechseck, das ist aber eine Struktur, die sie nicht, oder sagen wir so, da nützt nichts, wenn sie zu tief ins Glas schauen, das sehen sie da nicht. Das heißt also, das muss man unter einem Mikroskop anschauen und diese hexagonale Struktur ist das A und O nochmal. Weil wenn das Wasser nicht hexagonal ist und aus dem Wasserhahn kommt kein energetisiertes Wasser, denn der Druck in der Leitungen zerstört die Struktur des Wassers. Das heißt, wenn Sie weiterhin Wasser trinken aus dem Leitungswahn, ist das okay, aber machen Sie dann wenigstens eine Energetisierung. Legen Sie da irgendwelche Steine rein, wie zum Beispiel Amethyst, Glas, Kristall und so weiter. Oder machen Sie sich Ihre eigene Steinmischung. Es gibt, ich weiß nicht, ob es sie auch gibt, aber es gibt so ganze Steinmischungen, die Sie ins Wasser legen können. Mindestens das und Sie werden dann schon einen Unterschied merken. Aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten das schon kennen, weil das ist etwas, das eigentlich, wenn ich irgendeinen Haushalt gehe, das schon meistens gemacht wird. Das ist die Grundlage, dann hat man schon mal ein bisschen besseres Wasser. Und die nächste Variante ist natürlich, dass man das reine Wasser direkt auch, wenn es aus dem Hahnen oben kommt, vorher schon energetisiert. Wir machen das, wir bringen die Struktur rein. Ich habe jetzt keinen Flyer, ich habe früher ganze
PowerPoint-Präsentationen gemacht. Ich habe mir gesagt, das kann man auch ohne machen. Wir haben aber vorne Flyer hier und da ist unser Wasserkristall drin. Dürfen Sie gerne sehen, stand es am Ausgang links, also vor dem Ausgang links. Und diese Struktur ist maßgebend für die Wirkung des Wassers. Ohne diese Struktur ist das Wasser tot. Ein kleines Beispiel, es wird ja immer wieder gesagt, ja, diese Aufbereitungsvariante, die ist schädlich für den Menschen. Ja und nein. Ja, dann, wenn das Wasser zum Beispiel diese 300-Euro-Ding da aus China, wenn das gekauft wird und das Wasser so getrunken wird, denn das ist energetisch tot. Wir haben, wenn wir jung sind, geht es etwa bis 30 Jahre, da baut sich der Körper auf. Und wenn wir auf 100% möglichem Niveau sind, dann geht es viel länger, als wenn wir auf 80 sind, bis wir jetzt auf ca. 30% sind oder sogar auf 60. Und deshalb, das ist das, was einem fast schon ein bisschen wehtut, wenn man sieht, wie die Jungen mit ihrem Körper, mit ihrer Gesundheit umgehen. Alter, wirklich, das macht doch nichts. Ich bin ja jung. Ja, jetzt schon noch. Aber wenn die nicht auf 160 oder vielleicht 70% kommen, geht es schneller, bis man auf 30% ist, wo die ersten Problematiken bestehen oder entstehen. Deshalb ist es enorm wichtig, eben, dass man da so wenig wie möglich reinpfuscht in den vor allem kindlichen Kleinkörper, seien das Impfungen, seien das andere Dinge, sondern dass sich der Körper wirklich aufbauen kann. Und wenn man dann natürlich irgendwas macht, zum Beispiel auch die Grippewelle, Corona ist ja nichts anderes als einfach eine Grippewelle. Und wenn wir da anschauen, wie viele Menschen, dass da krank geworden sind, auch durch ihre Emotionen, durch die Angst, denn Angst ist ein größter Krankheitsfaktor, den man überhaupt kennen kann. Ich habe auch zwei Bücher zur Entsäuerung geschrieben und die ganze mentale Geschichte, also die Übersäuerung, hängt zu 70% aus meiner Sicht an ganzen Emotionen zusammen. Nicht nur Gedanken, sondern Emotion in Bewegung gebracht. Das heißt, Ängste oder sonstige Geschichte, die ich in Bewegung gebracht habe durch mein eigenes Zutun. Und je tiefer ich hier bin, sage ich bei 40 oder 50, desto schneller komme ich unter diese 30%, wo dann die Probleme beginnen. Und genau so ist es auch bei totem Wasser, bei ungereinigtem Wasser. Je mehr, dass man das trinkt, je schlechter das ist und je tiefer, dass man unten ist, desto schneller kommen auch welche Probleme. Und deshalb ist ganz wichtig, wenn Sie solche Geräte irgendwie anschaffen, schauen Sie unbedingt, dass eine gute Energetisierung drin ist. Wir haben da, ich habe eine Fachschule für Naturheilkunde gehabt. Ich habe da übrigens über 50 Fachlehrer gehabt. Der Freddy Heinrich ist auch bei uns dazu mal noch Dozent gewesen und ich habe nie Dozenten gesucht, außer einmal, wo wir eine neue Schule geöffnet haben, sondern ich bin immer nach dem Resonanzprinzip gegangen. Das heißt, Leute, potenzielle Dozenten, haben mich angerufen und haben gesagt, hey, hast du irgendwas? Und es hat dann irgendwo gestimmt. Einmal sind wir reingefallen. Und auch hier, es ist ein Resonanzprinzip, das gekommen ist. Das heißt, das ist ja nicht nur mein Kind, sondern wir haben einfach geschaut, was kommt. Und da kam auf uns zu das sogenannte Agnihotra. Wer kennt Agnihotra? Gut, sehr schön. Man sagt, das sei, ich habe das letztens haben wir gehört, hat eine Frau angerufen, ja, das ist Teufelszeugs. Weil sie hatte irgendwas zu beobachten, das seien die Frauen um das Feuer getanzt, ich weiß nicht, was sie zugeschaut hat. Vielleicht die Politik irgendwo im Abseits. Auf jeden Fall haben wir da das Agnihotra eingebaut und nicht nur einfach nur die Asche, sondern wir haben das in Basaltkalk reingeschweißt, quasi durch die hohe Temperatur. Und das ist der Grundlage von unserer Energetisierung. Die Idee war auch von den Geräten nicht in erster Linie, von der Impfkritik kann ich Ihnen garantieren, vom Widerstand kann bisher kaum jemand leben. Es gibt so ein paar Blockers oder so, die davon jetzt von den Spenden leben. Aber die meisten, für die ist das meistens kein erträgliches Geschäft, kann ich Ihnen garantieren. Auch die Impfkritik nicht. Also muss ich irgendwo auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist ein Punkt. Aber viel wichtiger ist, das Agnihotra hat eine Wirkung nach außen. Das hat eine Strahlwirkung. Und in Vorträgen von früher habe ich immer gesagt, es ist für mich
soll ich sagen, fraglich, ob das funktionieren kann, wenn so jetzt viele bewusste Menschen, sagen wir, wir kaufen ein ganzes Dorf auf und dann leben viele bewusste Menschen dort und es geht nicht lange und dann menschelt es auch in solchen Kreisen. Dann haben wir aber diese Menschen auf einem Haufen, es ist wie eine große Kerze, stellen Sie sich vor, hier ist ein dunkler Raum, komplett. Und wir stellen eine Kerze in der Mitte auf, da ist hell, hier hinten ist dunkel. Wenn aber die viele, viele kleine Kerzen überall im Raum verteilt werden, hat das der ganze Raum eine schöne Durchflutung mit Licht. Und genau das ist die Idee, dass wir mit den Geräten, mit diesem Agni-Hotel, mit dieser Streuwirkung halt auch in einen Block gehen, wo das Gerät eingebaut wird und dann diese Strahlwirkung hat. Und der Vorteil und das Tolle ist, die Licht, die positive Seite, die zwingt nicht, sondern sie bietet an. Und wenn jetzt irgendjemand oben unten lebt, der merkt vielleicht und wenn, kommt dann irgendwann ins Gespräch mit dem anderen Menschen. Und genau das ist eigentlich das, was wir hier versuchen zu machen mit dieser ganzen Geschichte rund um das Wasser. Einerseits möchten wir eine Reinigung anbieten, dass eben allenfalls sollte das stimmen, dass da irgendwas ins Wasser gegeben wird oder auch nur schon das, was drin ist, diese Hormone und so weiter, Antibiotika, dass die raus, oder auch Spike-Hormone, dass die rausgeholt werden und die Wirkung vom Agnihotra. Das ist eigentlich so die Philosophie von uns und wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten das erschwinglich machen, nicht irgendwie MLM, weil MLM verteuert, ich bin kein Fan mehr von MLM, ich weiß glaube nie, aber es stimmt für mich nicht, weil es verteuert eigentlich auch die besten Produkte und dementsprechend wirklich so machen. Und ja, SWS, Swiss Water Systems, ist so entstanden, auf dieser Grundlage einerseits, wir möchten das machen, so dass es erschwinglich ist und wir möchten verbreiten, so dass eben das Agnihotra die entsprechende Streuwirkung hat. Ja, das wäre eigentlich von meiner Seite her zum Wasser. Ich denke, wenn ich zusammenfasse, Wasser ist das Urquell des Lebens, Wasser ist die wichtigste Substanz nach der Luft. Die haben so ein Gegenspiel. Es gibt Lebewesen, die können nur im Wasser leben, dann gibt es Lebewesen, die leben nur in der Luft und so weiter. Also wir haben das, die beiden Gegenspiele, aber diese bestimmen eigentlich relativ stark. Deshalb sehen wir jetzt auch dieses Ungleichgewicht in der Natur. Haben Sie ja miterlebt, jetzt die letzten, vor einer Woche oder so, diese riesen Sturzfluten. Es gibt in ganz Europa gibt es diese Zellen, wo Tornados mittlerweile entstehen, also wo Regen, Wasser und Wind, Luft miteinander quasi harmonieren und dann halt auch große Zerstörung mit sich bringen. Wenn wir die Urgewalten entfesseln, wenn wir nicht mit der Natur zusammenleben, dann wird sie sich irgendwann wehren. Und jetzt ist die Frage, an welchem Punkt sind wir? Ich könnte noch weiter, aber es ist 45 Minuten sind fast durch. Ich möchte Sie einfach noch bitten, und das ist jetzt nicht unbedingt vom Wasser her, sondern hängt mit dem Wasser zusammen. Bleiben Sie bitte unbedingt im Fluss, im wahrsten Sinne des Wortes. Gehen Sie weiter, bleiben Sie nicht stehen. Hinterfragen Sie auch Ihren Standort. Stehe ich hier richtig? Ist das richtig? Oder könnte es daneben besser sein? Hinterfragen Sie auch nicht krankhaft. Das habe ich am Anfang auch gemacht, da wäre ich fast krank vor Hinterfragen, ich habe alles hinterfragen, sondern Gefühl sagt mir, hey Moment, Anfang Corona, im Februar habe ich die ersten Newsletter rausgelassen, als da schon die ersten Panikmacher reinkamen, habe ich gemerkt, das ist genau das gleiche Spiel, wie Sie schon immer gemacht haben, nur einfach eine Nummer größer. Hinterfragen Sie das, bleiben Sie im Fluss, lassen Sie sich nicht in eine Form pressen. Aber Wasser hat auch die Möglichkeit, sich an alle Gefäße anzupassen. Halt im Moment halt vielleicht etwas anpassen, aber jederzeit wieder weggehen können aus dieser ganzen Erstarrung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute für diese Zeit, für die kommende Zeit, denn wir sind noch nicht fertig, oder die anderen sind noch nicht fertig mit uns, so müssen wir das sagen. Und es wird jetzt schon gesagt, also wenn einer gegen die Impfung ist, dann ist er psychisch krank. Haben Sie auch gehört. Also es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Schlussendlich ist nicht nur die Dunkelheit eine Illusion, sondern auch der Tod. Gut, wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann eigentlich, ja, ich weiß nicht, Viertel vor.
Eine Frage, okay. Also, Toni, ich denke, du kennst Masara Noto. Kannst du etwas dazu sagen, ganz kurz? Ja, das ist also unser Wasserkristall ist nach Masaru Emotos System gemacht worden. Also es gibt in der Schweiz ein Labor in Berner Oberland, irgendwo, Braun, und die machen diese Bilder. Ja, ja, klar, auf jeden Fall, Masaru Emoto habe ich mal persönlich kennengelernt übrigens. Weißt du auch, warum er seine Botschaft in der Schweiz als Ja, warte. Jetzt soll es gehen, ja. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Gerne. Ja, Wasserurquell des Lebens. Langsam aber sicher. Müde? Nein. Ja, wir fangen erst an. Etwas Schwurblerwasser für die Flasche noch, für den letzten Referenten um 17 Uhr. Daniel ist sicher noch da für Fragen. Wenn Fragen sind, seine Geräte vor dem Eingang links ist der Stand und da sind sie auch morgen dann noch da. Herzlichen Dank. Auch dir, lieber Daniel, darfst du dann ein Gewürz dir aussuchen und mitnehmen, gell? Das sind so Sachen, die überlasse ich gerne der Frau. Ja, ja, klar. Mal weiß suchen, nicht. Was gefällt, was man braucht, ja. Danke, Daniel. Gerne, danke auch.